Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Movie House. Mein Name ist der Ed. Ich begrüße euch ganz herzlich wie immer. Willst du nichts mehr verpassen? Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne kommentieren und natürlich liken, wenn euch die Videos gefallen. So Leute, beim letzten Mal haben wir ordentlich Filme rausgeballert. Wir sind auch gut dabei. Jetzt werden wir allerdings reichlich Minus machen. Wir produzieren gerade den Sci-Fi-Film Polaris Field. Und ob das ein Hit wird, das sehen wir dann. So, ich beschleunige mal, volle Pulle. In der Zeit können wir hier was machen. Die Hauptrolle. Jetzt wird's interessant. Okay, sie ist ja irgendwie, ich glaube, das heißt, dass sie ein aufstrebender Star ist oder sowas. Guck mal, Fans von den ruhelosen Filmen. Kampfkünstler, er ist eigentlich nicht schlecht. Aber guck mal, was wir hier noch haben. Ja. Yeah. Ist ein D, ein C-Schauspieler? Oder was bedeutet das? Ich glaube. Nehmen wir Esther Daniels. So, wir lassen laufen. Wir brauchen ein neues Drehbuch. Wir nehmen jetzt mal das Action-Genre. Das ist der Karate-Assassin. Okay, geil. Oh, das ist ja gut für den Kampfkünstler. Das nehmen wir. Komm. Den nehmen wir hin. So, Wohnung an der Prachtstraße. Wenn wir ein bisschen im Minus sind, macht das nichts. Hauptsache, wir kommen wieder raus. Selbst dann haben wir immer noch Möglichkeiten. So, was willst du denn? Guck mal hier in diese Karten rein, ob wir irgendwas haben, was hier dazu passen würde. Metropole voller Gewalt. Bedingt würde das passen. Kleine Stadt. Was? Genreübereinstimmung, okay. Mondbasis, das passt nicht. Dann denke ich mal eher die Stadt, ne? Das Schloss passt auch nicht. Wir nehmen das hin. So, Superheld, Revolverheld, okay. Okay, da hat er einen. So kleine Hilfestellung jetzt. Wir haben echt nicht wirklich was, ne? Charmanter Dieb. Ja, komm, wir nehmen den charmanten Dieb. Haben wir irgendwas, was passt momentan? Ich glaube nicht wirklich. Doch hier, uralte böse Kraft. Passt angeblich. Angeblich. Schauen wir mal. So, was möchtest du denn? Okay. Machen wir mal 40, 48. Lassen wir mal laufen. Okay, wir sind noch im Plus. Das ist gut. Haben wir forschungstechnisch was? Nein, ne? Haben wir nichts momentan. Schade. Müssen wir uns erstmal wieder erholen. So, komm. Schmuddel. Was? Schmuddelbude Diskothek, okay. So, Polaris Field. Haben wir irgendwas, was interessant wäre? Ich würde hier den Detonation Plaza mitnehmen. Komm. Es geht nicht anders. Wir haben noch nicht wirklich was. Das müssen wir bauen, aber das ist sehr kostspielig. Na komm, wir müssen irgendwie versuchen, auf das Thema Videokassetten zu kommen. Weil dann können wir nochmal was rausholen. So, die Kuh hat wieder was Neues gefunden. Sehr gut. Prestige-Hochhaus.
gleich wieder los. Ärger am Filmset. Regisseur, der Kameramann braucht deine Hilfe. Wir müssen die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf eine besondere Requisite lenken. Aber alle haben vergessen, wie. Mach eine Nahaufnahme. Das weiß sogar ich. So, wie gesagt, wir arbeiten dran. Später kann man auch die Drehbücher nochmal verbessern und so weiter. Das ist schon ganz geil dann. Figur. 150, genau. Neue Genre. Neue Karte haben wir auch entdeckt. So, Polaris Field müsste durch sein. Genau, ist durch. Speziale Fälle für Pulli Executed. Hä? Ja, dann ballern wir mal Polaris Field rein hier. So, wie sieht's mit dir aus? Können wir dich schulen? Ja, komm, du gehst schulen. Technik-Spezialist. Kreativpunkte für Figuren. Ja, guck mal. Produktionsbüro. Maximale 50%. Wow. Das ist ja hart. Okay, probieren's trotzdem. So, was mit dir? Du kannst doch bestimmt auch auf Schulung, ne? Komm, du musst jetzt mal schulen. Knappe Deadlines. Disziplinschulung. So, wie gesagt, wir machen die jetzt immer besser. Neue Forschung können wir jetzt auch machen, das ist gut. Dann nehmen wir nämlich jetzt die Fanverwaltung. Woanders kommen wir nicht ran. Jetzt können wir nämlich Propaganda machen. Genau. Okay, dann machen wir doch gleich mal ein bisschen Mundpropaganda. Unseren neuen Film. Oh, ich hatte dich doch angemeldet. Tritt beim Filmfestival an, ja, da sind wir doch dabei. So, wir sind gespannt. Wie immer möchten die natürlich was wissen von uns. Dann nehmen wir jetzt mal die Schauspieler, weil anderes können wir nicht auswählen, wirklich. Begeisterung steigt ein bisschen, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Festival. So. Wieder nur einen fünften Platz. Ah, das ist ja ärgerlich, ey. Ganz ehrlich. Das ist schlecht. So, ihn müssen wir auf jeden Fall in Urlaub schicken. Und dich auch. Wir sind nicht gut drauf. Mehr Leute können wir auch gerade noch nicht einstellen. Wir sind noch nicht groß genug. Wie gesagt, am Anfang können wir echt nur Schrammel machen. Oh, 1,9. 8,87. Nehmen wir das mit. Sechs, naja. Vier, sechs, naja. Ich würde sagen, wir sind momentan so auf dem Niveau von Asylum. Wir machen ja auch immer so Schrammelfilme. Gehoben, D+, allgemein, B. Begabtes Kind, hat gepasst. Missglücktes Experiment nicht, schade. Bin mal gespannt, ob wir Asche, Asche machen. So, Studioaufwertung, sehr gut. Nehme ich natürlich gerne mit. Wir haben jetzt plus 1k Fans. Sehr gut, okay.
Du bist wieder gut drauf. Dann machen wir jetzt The Karate Assassin. Das ist ein Actionfilm. Okay, Regisseur. Produzieren, leg los. In der Zwischenzeit sucht unsere Crew noch weitere Locations. Beziehungsweise wir bauen mal was. Und die können wir dann sogar noch mit Requisiten machen. Aber da haben wir noch nichts. Wir bauen es erstmal. Kostet ordentlich Geld, aber das ist es mir jetzt wert. Also wir ballern ordentlich was raus, ne? So ist es ja nicht. Was mit dir hier eigentlich? Komm, du gehst nochmal auf Schulung. So. Da habe ich doch schon einen im Sinn. Für die Hauptrolle, stinkreich, Ritterstattung. Warte, mein cooler Junge hier. Hier, Barry Farmer. Und in der Nebenrolle Hilda Hayes. Auf geht's, Leute. Karate Assassin muss ein Kick werden. So, wieder was Neues. Mal reinschauen. Jo, Mann. Grüß dich. Und wir können eine neue Fan-Kampagne starten. Das ist gut. Das machen wir auch gleich mal. Na, warte mal. Jetzt machen wir, sobald der Film durch ist. So, wir bauen jetzt mal ein bisschen was. Wir brauchen unbedingt Zeugs. So, wir nehmen mal das mit dazu. Und eventuell die Diskothek, oder? Oder den Plaza. Na, ja, das Prestige-Hochhaus, komm. Ach, guck mal. Okay, verstehe. So, Karate Assassin. Neue Forschung, ist sehr gut. Ist das hier? So, untätige Mitarbeiter, ja, ist klar. Kannst du was Neues machen? Neues Drehbuch. Drama, warum nicht? Komm, wir nehmen mal, probieren es mal mit einem Drama. Gifted Driver, Redemption Story, Time Glory, Allied Man, Curious Town, Memoir of Memories. Okay, warum nicht? Ja, muss ja alles mal durchprobieren. Das ist ein neues Genre. So, die Crew ist durch. Freundlicher Volleyball, na super. Drehort. ...40, 37... ...1,50, neues Genre, sehr gut. Sehr gut, so und jetzt starten wir unsere Kampagne. Und hauen mal an 10 Tage, das ist gut. Na komm. Haben wir hier irgendwas, was gut passt hier? Für ein Drama.
Okay, das passt nicht so gut. Okay, jetzt mal ganz kurz gucken. Kinderstar. Du alte böse Kraft. Nee, das passt nicht. Komm, wir nehmen den Kinderstar. Wir probieren es mal. Können wir nicht, oder was? Böser Landstreicher, böse Matriarchin. Ach, komm, nehmen wir das. Wir probieren es einfach mal. Wir haben eh nicht so die Möglichkeiten. Noch nicht. Wir arbeiten dran. Ah, wir brauchen 2 Punkte. Shit. Ja, wir schauen uns jetzt nochmal an, wie das wird. Und dann sehen wir weiter. Was ist eigentlich mit dem Festival? Wir haben doch... Na komm. So. Ja, Jury, ist klar. Was war das jetzt? Das war der Actionfilm, ne? Action. Ja, komm. Haben zwar keine benutzten Requisiten, aber in Ordnung. Bin mal gespannt. Brauchen wir wieder einen guten 6. Platz? Alter, das wird ja immer schlimmer. Das ist ja echt miese. So, das Drehbuch ist fertig. Okay. Für Kulissen. Okay, da müssen wir ordentlich investieren. Naja, es war so unser erster Karate-Film. Aber das Festbetrag. Ich nehme das, ich nehme lieber das, was wir sicher haben. Oh, er ist nicht gut drauf. The Karate Assassin. 4. 5. 5. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen in die Nesseln gesetzt. Man kann das übrigens beschleunigen. Okay. Drehorte. Ja, das ist das Problem, was wir haben. Okay, durch dich schicken wir mal in Urlaub. Du bist nicht so gut drauf. Hauen den nächsten Film raus. Immer ein Drama. Kulissen. Ja, mach mal einen Kurzfilm. Das ist nicht ganz... Wir machen mal wieder einen Kurzfilm mal zwischendurch. Mal gucken, wie es das wird. Wenn wir Glück haben, können wir was reißen. Altes Gerichtsgebäude aus Marmor. Schön. Ah, nice. So. Ja, komm, wir nehmen gute Schauspieler. Wir ballern mal was rein. Fürs Casting. Wir sind gut im Plus, das ist in Ordnung. Ja, wir haben auch echt nur immer dieselben irgendwie, ne? 15, 12, was bist du denn? Drama! Na dann, warte mal. Packen wir dich doch mal weg. Packen dich als Drama rein. Haben wir noch einen, der gut für Drama ist? Was ist mit dir hier? Internetstar, okay. Genre, okay. Nehmen wir sie hier mit dazu.
Why not? Mal was Kleines produzieren wieder. Wissen wir zwischendurch mal ein bisschen. Ne? So, Abschluss. Obwohl, Drama ist dialoglastig. Oh ja, ist mal so hin. Aber wir produzieren nochmal ein neues Drehbuch. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Dann nehmen wir Sci-Fi wieder. Oh, das ist gut hier. Sci-Fi, Postapokalypse. Angeblich passt das. Kleine Stadt. Helden. Begabtes Kind. Mutter Natur. Viehdiebe? Ne, das passt ja gar nicht. Was ist das, der Kommandosoldat? Das wäre vielleicht nicht schlecht. Muss man einfach mal austesten. Was würde mich, ne? Gab das Kind gegen Kommandosoldaten? Nehmen wir den Androiden als Schurken. So, neue Fan-Kampagne starten wir dann auch. Das wird produziert. Das Drama. Oberschule aus Backstein. Komm, wir probieren einfach mal. Gucken, was bei rumkommt. Na komm. Haben wir genug Geld, um die anderen zu kaufen? Nein, haben wir noch nicht. Neue Karten haben wir auch noch nicht. Dauert alles noch ein bisschen. Ich mach mal maximale Beschleunigung. Beides fast gleichzeitig fertig. So, Combat Gate ist fertig. Neuer Rekord, wunderbar. Figur. Und eine neue Karte haben wir auch. Gar nicht mal so schlecht. So, das ist auch gleich durch. Und jetzt können wir die nächste Forschung angehen, und zwar die Marktkontrolle. Dadurch können wir jetzt nämlich andere Studien aufkaufen. Das machen wir auch. Oh, Mikrofilm haben wir gleich mal komplett aufgekauft. Eine Konkurrenz eliminiert. So, Produktion abgeschlossen. Memory of Memories. Figur, beeindruckende Blickachsen. Okay, wie sieht's denn aus zum Festival? 33 Tage. Das nehmen wir noch mit. So, wir machen aber gleichzeitig den Push noch, dass wir eventuell die Chance haben zu gewinnen. Noch eine Forschung, die wir machen können? Ja, sehr geil. Können wir hier machen. Guck mal. Beziehungsweise noch nicht, denn wir brauchen das hier noch. Videoband veröffentlichen. Das ist wichtig. Das ist richtig wichtig, dass wir das angehen.
Na komm. Warum er das jetzt hier nicht übernommen hat, weiß ich nicht. Begeisterung 24, komm. Na komm. Wir wollen das noch raushauen. Hey, sie möchte mehr wissen. Lobe die Schauspieler. Na klar, die Schauspieler. Drama lebt vom Schauspiel. Bin gespannt, ob wir jetzt ein bisschen besser pushen können. Ah, die schicken wir gleich wieder los und neues. Boah, zweiter Platz. Sehr geil. Sehr geil. Wunderbar. Das hat sich gelohnt, Leute. Das war richtig gut. So. Die haben nur Theaterrechte. Das ist aber in Ordnung. Hier in den Festbetrag. Sieben. Sechs. Fünf. Ah, da haben wir jetzt wieder mal gut was hingezaubert. Ziel muss sein, erster Platz, ne? Das ist klar. Anders geht's ja nicht. So. Aber Leute, das soll es eigentlich erstmal gewesen sein. Ihr habt jetzt die Wahl, ob ihr mehr von dem Spiel sehen wollt oder nicht. Das entscheidet ihr. Und wie gesagt, Daumen in nördliche Richtung nach oben. Gerne auch einen Kommentar da lassen. Und ja, schauen, ne? Schauen und kommentieren. Ihr habt die Wahl, ob wir mehr daraus machen oder ob es bei einem Angezockt bleibt. Ich bedanke mich für euer Sprachfehler aussetzen. für eure Aufmerksamkeit und ja, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Ed. In a world. Cut, cut, cut. Let's try that again.